Das ist also der Beginn des Aldermann-Erbsenanbaus im Jahr 2020. Heute ist der 1. Mai. Man sieht, dass die gesäten Erbsen schlecht aufgegangen sind. Es sind immer Lücken dazwischen, obwohl die im Abstand von 3 cm gelegt worden sind. Heute ist der 12. Juli 2020 und da haben wir die Haupternte bei der Aldermann. Die sind jetzt 1,80 Meter hoch, die höchsten Pflanzen. Sehr schöne große Schoten. Die Erbsenlegelehre hat diese beiden Konusse, die sich in die Erde reindrücken, wenn der Blumentopf mit Erde gefüllt ist. So ist dann sichergestellt, dass die Löcher immer gleich sind. Unten in das Loch kommt die Erbse rein und obendrauf lockerer Sand. Denn die Erbsen dürfen weder zu tief gelegt noch zu stark mit Erde bedeckt werden und zu fest angedrückt werden.